Liebe Brandenburger, liebe Förderer, Freunde und Unterstützer, ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und all jenen, die Ihnen anvertraut sind, schöne, ruhige und friedliche Ostertage. Selbst jene, die dem christlichen Glauben nicht aktiv zugeneigt sind, wird deutlich, unsere Identität, unsere Kultur und unsere Tradition sind in Gefahr. Aufs Spiel gesetzt von einer verantwortungslosen Politik, die uns mit Phänomenen konfrontiert, die es früher nie gab. Messerstechereien, islamistische Gewalt. Unser Land hat sich verändert. Aus diesem Bewusstsein heraus sollten wir diese Tage auch zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie wir uns dafür einsetzen, unsere Identität, unsere Tradition und unsere Kultur aktiv zu pflegen und dazu beizutragen, unser Land zu bewahren. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern.